Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Wir spielen Resident Evil Village. Und wir sind jetzt in der Stelle, im Grunde, in dem ja die Demos beginnen. Wir haben jetzt im Grunde in der ersten Stunde, in der ersten Folge, das Intro so ein bisschen hinter uns gebracht. Und jetzt steigen wir da ein, wo die Dorfdemo schon ein paar Wochen vor Release uns das erste Mal das Spiel bewundern ließ. Und im Endeffekt ist das, ich finde es schon auch interessant, dass wirklich gerade am Anfang jetzt sehr viel schon in der Demo eigentlich, in den beiden Demos eigentlich schon drin steckte. Auch wenn beide nur eine halbe Stunde Spielzeit hatten, abgesehen von einigen kurzen Sequenzen und Zwischensequenzen, Cutscenes, war hier tatsächlich schon sehr viel eigentlich in den Demos drin. Jetzt habe ich vor lauter Looten den subtil platzierten Schocker ganz verpasst. Eine Mine. So, ihr wisst ja, New Game Plus Plus quasi. Die drei Werwölfe hier in den Wiesen werden jetzt dann gleich keine sehr gute Figur machen. Jetzt gebe ich noch an und jetzt hauen sie mich dann gleich tot. So, meine Herren, es gibt übrigens wirklich irgendwie nur männliche Werwölfe. Komisch, ne? Aber vielleicht ist es ja so, dass einfach alle Menschen, die mit dem Mutagen infiziert sind, das für die Werwölfe verantwortlich ist, so aussehen, wie die aussehen. Egal, ob die vorher weiblich oder männlich waren. Könnte gut sein. Hallo, Werwolf Nummer 3. Bitte kommen Sie zur Shotgun. Sonst kommt die Shotgun zu Ihnen. Na dann. Ja, aus diesen Szenen nimmt das Ganze jetzt ein bisschen die Spannung raus. Aber keine Sorge. Es wird auch andere Szenen geben, wo mir meine ach so tollen Waffen nichts mehr helfen. Und wie gesagt, das ist ja auch gar nicht der Fokus dieses Let's Plays hier. So, jetzt treffen wir gleich eine Figur, über die kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Weil die wäre ursprünglich mal eine sehr andere Figur gewesen, auf jeden Fall. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. So, denn sowohl die junge Frau hier als auch der ältere Herr wurden in ursprünglichen Trailern zu dem Spiel schon in Szenen gezeigt, die jetzt im fertigen Spiel überhaupt nicht mehr drin sind. Und das ist wirklich was, das muss sich im letzten Jahr der Entwicklung noch verändert haben. Da wurden Szenen gestrichen von denen. Und wir wissen, dass sie, mir fällt ihr Name nicht ein, aber die hat sogar einen Namen, dass sie tatsächlich höchstwahrscheinlich eine spielbare Figur hätte werden sollen. Man sieht in einer Passage auch in einem früheren Trailer, wie sie mit einer Laterne in der Hand eine dunkle Treppe hinabsteigt. Und höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher, wäre sie tatsächlich eben in einigen Passagen eine Protagonistin gewesen. Aber dann irgendwie doch nicht.
so kann es manchmal gehen. Ach so, genau, ich muss erst die beiden reinlassen. Ich bin schon wieder einen Schritt weiter. Man kann hier übrigens, wenn man will, zurückgehen und dann gegen eine ganze Horde von Werwölfen kämpfen. Machen wir jetzt mal nicht. Manchmal ist das Spiel, muss mit seinen hier sehr exakt. So, jetzt. Man muss schon manchmal sehr genau stehen und gucken. Das hat gerade irgendwie nicht funktioniert. So schlimm wie jetzt hatte ich es tatsächlich noch nie. Los, schnell! Der ist auch immer wieder, wenn ich gedrückt habe, kurz eingefroren, aber hat die Sequenz nicht gestartet. Warte aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Anscheinend will sie Julian loswerden. Wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Die Elena. Das war ihr Name. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Und Julian bleibt jetzt draußen, wird draußen von den wilden Werwölfen gefressen. Na, wunderbar. Lucia, sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernte haben wir auch noch nicht gefunden. Was? Nee, Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Ist Miranda überhaupt ein Name? Also ich meine, gibt's in Deutschland, ist es ein deutscher Name, Miranda? Ich kenne den nicht. Das kommt mir so komisch vor, dass Mother Miranda hier plötzlich Miranda genannt wird. Ah, doch, jetzt wo ich drüber nachdenke, es gibt diesen Simpsons-Gag, diesen Telefonstreich vom Bart mit Lass Miranda, denn sie will ja. Da habe ich den Namen tatsächlich schon mal gehört. Tja. Ich würde gern wissen, was in dieser Tasche ist. Taschen. Andere Taschen. Die Taschentasche. So eine Tütentüte haben wir auch. Warum nicht? Der kommt mir so bekannt vor. Wirklich, der kommt mir so bekannt vor. Das ist irgendjemand, glaube ich. Du kommst mir nicht bekannt vor. Du bist niemand. Nur Menschen, die mir bekannt vorkommen, sind jemand. Da ist sie wieder, die Spindelheilige. Dann Röschen. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden?
Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los! Nein! Wir werden uns töten! Wir müssen weg! Elena? Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Ich befürchte, ich kann nichts mehr für sie tun. Sodala. Na dann, ich glaube, diese Szene wäre ursprünglich viel umfangreicher geplant gewesen. Ich glaube, diese ganze Geschichte von ihr und ihrem Vater und wie sich ihr Vater verwandelt und sowas, ich glaube, das hätte auch echt Impact haben können, wenn die da vielleicht wirklich die beiden zu prominenteren Figuren gemacht hätten. Aber, tja, haben sie nicht. Falls nötig, nimm den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger.
So, hier drin müsste noch was sein. Ich schaue mich hier mal noch ein bisschen um, weil mich hätte sowieso schon immer interessiert, ob das Feuer tatsächlich gefährlich für uns werden kann oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. Aber wer weiß. Wir müssen irgendwie hier durch. Wo ist denn hier bitte noch was? Der Raum ist noch rot. Hier müsste angeblich noch was sein. Ah, vielleicht oben, später dann erst, ne? Das könnte sein. Aber andererseits, wartet mal, andererseits... Ne, Obergeschoss wird mir nicht angezeigt. Ah, Heilkraut im Blumentopf. Das sowas übersehe ich immer. Es ist immer irgendwo ein Heilkraut Mist, im Grünzeug. Das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ich möchte nur mal kurz festhalten, dass in der Szene hinter uns ein sehr brüchig scheinendes, rostiges Garagentor ist. Und was macht Ethan? Er fährt durch die Ziegelmauer. Nicht durch das Blechtor hinter uns, nein, sondern durch die Ziegelmauer. Jetzt gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Ich glaube, es ist sogar nur ein Holztor, nicht mal ein Blechtor. Ich hätte es mir nochmal anschauen sollen. Verdammt. Zu spät. Davor stehen ein paar Kartons, muss man fairerweise sagen. Vielleicht sind die Kartons ja mit Stahl gefüllt. Schnell weiter. Mit Bleikugeln. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Wer weiß. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's. Die Szene ist komisch, ne? Weil Ethan da schon nach unten guckt, bevor das einbricht. Deswegen sieht es so aus, als würde es absichtlich eintreten. So kommen wir hier raus. Da. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena! Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Ich glaube, Elena hätte ursprünglich vielleicht sowas wie Ashley werden sollen. Aus Resident Evil 4. Los, könnte ich mir gut vorstellen. Nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße. Nein. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ich versteh's nicht. Tja. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Na gut, aber jetzt haben wir dafür einen Schraubenzieher.
den man, glaube ich, übrigens so ziemlich als einziges Werkzeug im ganzen Spiel nie wieder braucht. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war? Was war das? Und wo ist der Tote hin? Das ist die Frage. Mutter Miranda. Die hätte ich auch nicht für eine gehalten, die persönlich auf dem Feld rumläuft und Leute tötet. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Die Hexe hätte ursprünglich mal in alten Entwürfen anscheinend das Oberhaupt eines Kults hier in der Gegend sein sollen und quasi wahrscheinlich auch so die Oberböse. Aber das wurde dann gestrichen und dann wurde die Hexe irgendwie zu einer seltsamen Nebenfigur degradiert. Die finde ich dann letztendlich auch wirklich irgendwie gar nicht so richtig reinpasst in das Ganze, aber zu dem kommen wir erst viel später. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Moment, ich habe da drin noch gar nicht alles geplündert. Dann weiß ich, wo wir jetzt erstmal hin müssen. Außerdem habe ich das, was da auf der Bank liegt, glaube ich, nicht mitgenommen. Ach so, ich weiß schon wieder, wo wir eigentlich hin müssen. Aber jetzt muss ich mich hier kurz umsehen, weil irgendwas habe ich hier übersehen. Ah ja, das war es wahrscheinlich. Okay. Dann öffnen wir das Tor. Ne, diese ganze Mythologie hier wird eigentlich nie wirklich aufgeklärt. Mit dieser Heldin. Ist das Mother Miranda? Mutter Miranda? Die hier symbolisiert wird? Und wenn ja, wer ist der Teufel, den sie hier besiegt? Ich meine, man kann da schon was reininterpretieren. Doch, das stimmt. Aber dann ist das schon eine sehr große Metapher. Naja, über das reden wir auch später im Spiel vielleicht nochmal. Aber doch, ich verstehe es schon, glaube ich, was damit symbolisiert werden soll. Es ist nur sehr abstrakt. Ich habe mir das im Vorfeld... Blut und Tod. Na dann. Ich habe mir das im Vorfeld vor Release des Spiels einfach sehr viel... Entschuldigung, Rabe! Sehr viel direkter vorgestellt, nicht so abstrakt. Ich glaube, der war schon zu weit weg. Den Loot kriegen wir nicht mehr. Na schön, auf ins Schloss Dimitrisk. Oder so. Dimitrescu. Bin ich jetzt echt gespannt, ich muss da echt drauf achten. Ich bin sehr auf den Duke gespannt. Der Duke ist mit seiner englischen Synchronisationsstimme, weil er einfach so sympathisch ist, mein absoluter Lieblingscharakter in dem Spiel geworden. Ich weiß schon, mein Video darüber, dass ich Ethan neuerdings echt cool finde, habe ich schon mein neuer Lieblingscharakter genannt. Also im Thumbnail steht das. Aber das war natürlich ein bisschen zu verallgemeinernd. Aber ich glaube wirklich, vielleicht der interessanteste, auf jeden Fall für mich der interessanteste Resident Evil Protagonist ist Ethan mittlerweile. Aber The Duke ist schon auf meiner Lieblingscharaktere überhaupt Liste sehr hoch. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Musik
Da habe ich mich im Vorfeld wirklich sehr gefragt, wie die diese Magneto-Fähigkeiten von Heisenberg erklären wollen. Da war ich... War ich zwiegespalten. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ich habe mich gefragt, ob die wirklich dem übernatürliche Fähigkeiten geben. Ob die jetzt wirklich voll irgendwie ins... Und ob die jetzt sagen, hier, unser neues Mutagen verändert das Gehirn und deswegen haben alle telekinetische und telepathische Kräfte und so. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Ist aber nicht so. Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans und Gentlemen! Danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du machst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! 3, 2, 1, Showtime! Verfluchter Mist! Der Gut. Lauf um dein Leben! Der ist schon einer. Weiter so, Ethan! Der Impuls beim ersten Mal spielen war, dass ich nach den vier roten Lämpchen suche, die ich ausschießen muss. Aber nicht ganz. Shit! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ha-ha-ha! Geht doch nichts über frisches Hackfleisch! Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Na dann.
haben wir Heisenbergs kleines Spielchen auch hinter uns. Ich frage mich wirklich, warum an der Stelle irgendwie keiner mehr nachguckt, ob wir tot sind oder uns irgendwie verfolgt oder so. Jetzt ist es scheinbar irgendwie egal. Na, der wird schon tot sein, ne? Jetzt kommen wir wieder zur Tagesordnung. Punkt 2. Wer hat meine Zahnbürste benutzt? Moreau, ich gucke in deine Richtung. Ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen nach Easter Eggs geguckt, weil ich wissen wollte, was es so an Easter Eggs in dem Spiel gibt und ob man da ein Video dazu machen kann. Und die Easter Eggs, die da aufgezählt wurden, naja, muss man, also, ja. Ich finde, alle Easter Eggs in dieser Liste waren so, okay, naja, gut. Zum Beispiel habe ich gehört, dass diese gekreuzigten, erfrorenen Leute ein Easter Egg zu Shining sein sollen. Jack Nicholson in der Schlussszene. Weil irgendwie der Gesichtsausdruck und die Haare so ähnlich sein sollen. Aber ich habe mir das mal angeguckt und ehrlich gesagt, nee. Ehrlich gesagt ist der Gesichtsausdruck und die Haare sind gar nicht ähnlich. Und ehrlich gesagt ist auch die Pose halt natürlich auch eine ganz andere und so. Und nee, das lasse ich nicht durchgehen als Easter Egg. Und auch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass im Dorf Plastikgartenstühle rumstehen. Wurde von vielen als Easter Egg für Devil May Cry gewertet, weil da auch auf Plastikstühle rumstehen. Was? Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Nee, muss ich echt sagen. Nee. Der Duke funktioniert nicht so gut im Deutschen wie im Englischen. Der ist im Englischen einfach irgendwie sympathischer. Der ist so ein jolly, sehr höflicher, sehr freundlicher, sehr, sehr, sehr netter, sympathischer Kerl. Warten wir mal ab im Schloss. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was die richtigen Dialoge von ihm hören. Aber gerne. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist die neue Waffe, die ich freigeschaltet habe, da ich sie jetzt quasi auf schwer durchgespielt habe. Die ist auch nicht so teuer. Ich kaufe die auf jeden Fall mal und dann vergleichen wir die mal. Ich wusste doch, dass dich das interessieren würde. Mit der Magnum, die ich schon habe. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Oh, habe ich ja schon. So, normalerweise kann man in dem Spiel quasi die Tiere, die im Dorf rumlaufen, töten und dann das Fleisch zum Duke bringen, damit der für einen was kocht. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Na, Gott sei Dank haben sie wenigstens What Are You Buying nicht übersetzt. Das wär richtig doof gewesen. Gut gemacht. Okay. Aber die habe ich schon alle erledigt bei meinem ersten Playthrough. Das heißt, das müssen wir nicht mehr machen. So, jetzt will ich mal kurz den Revolver mir angucken. Der hat keine Add-ons. Macht standardmäßig 1400 Schaden. Mein jetziger Revolver macht 2500 Schaden. 1600, der wird aber nicht so stark, glaube ich, oder? Oh, ich weiß gar nicht, ob der gut ist, ehrlich gesagt. Dass man den erst freischaltet, wenn man es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielt. Weil da kommt mir die Steak besser vor. Ich behalte die jetzt mal, weil mein Inventar ist eh ziemlich groß. Aber das finde ich schon komisch.
Wollen wir kurz mein Inventar ein bisschen sortieren. Leider muss ich... Na, ich bin zwiegespalten. Ich will es nicht gleich als negativ, als nur negativ darstellen. Aber das Inventar in Village ist schon sehr groß. Wenn man sich da die Inventar-Upgrades kauft, dann kommt man eigentlich so gut wie nicht mehr in irgendwie Inventar-Management-Schwierigkeiten. Und ich mochte das gerne. Ich mochte das super gerne in Resident Evil 4 und auch in so alten, klassischen, westlichen RPGs, dass ich eben genauso mein Inventar manage und alles schön sortiere und, ne, das ist nicht mehr. Ein gutes Geschäft. Wirklich. Das muss ich schon sagen. Hier. In Village. Es gab bei meinem ersten Playthrough genau eine Passage, wo ich kurz Platzmangel hatte. Dann habe ich mir die größte Erweiterung für den Koffer gekauft und dann war es vorbei. Dimitrescus Schloss. Es gab übrigens Konzepte, das finde ich super interessant, von Rose hier sein? Ethan, wie er einen großen Rucksack trägt. Einen Rucksack in drei verschiedenen Größen, den er wirklich auf dem Rücken trägt. Das wurde dann später quasi zum Koffer umdesignt. Und da sieht man ein Bild von einem skelettierten Ethan, wie er quasi seinen Rucksack noch so auf seinem Rücken trägt. Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich wollten die in dem Spiel tatsächlich zu einem, oder haben zumindest in einem früheren Entwurf mal drüber nachgedacht, ob Resident Evil 8 so eine Dark Souls-Mechanik kriegt, dass der eben wirklich sterben kann. Und dann muss man quasi sein Zeugs wiederholen, das dann bei einer skelettierten Leiche rumliegt. So ein bisschen wie Zombie U, kennt ihr das? So ein Ubisoft-Spiel, das war ein Wii U-Starttitel. Ist genauso wie die Wii U ziemlich gefloppt, kam dann irgendwie Jahre später, glaube ich, auch noch für die anderen Konsolen, also einfach nur Zombie raus. Ist ein nettes Spiel und hat eben diese Mechanik, dass wenn man stirbt, dass das Zeug dann liegen bleibt. So, hier haben wir ein Bild der drei Töchter. Bella, Cassandra und Daniela. Alle drei mit dem Familienwappen der Dimitrescu. Januar. Rednick. Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar. Miranda Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar. Der Duke Geschäftsgespräch. Ich finde das sehr schön, dass der Duke im Gegensatz zum Händler aus Resident Evil 4 tatsächlich in Resident Evil 8 eingewoben ist und wirklich ein echter Charakter in dem Sinne ist. Andere reagieren auf den. Und es wird quasi bestätigt, ja, der ist echt. Das ist nicht nur so ein komischer Gimmick-Charakter wie aus dem 4., der gehört hier in die Welt mit rein. Und ich meine, warum auch nicht, oder? Wenn man sich Heisenberg und Moreau und so anguckt, alle sind irgendwie weird, alle sind so ihre eigene Persönlichkeit. Warum sollte das denn beim Duke anders sein? Der war halt schon immer der Händler und bleibt der Händler. Gut. Na gut, ich glaube, wir müssen erstmal einen ganz bestimmten Trigger auslösen. Finde die vier Engelanklitze und du wirst deinen Weg in die Freiheit finden. Das Schloss war jetzt interpretiert. Die Texte werden immer nur sehr kurz eingeblendet. Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Ha.
Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter! Tja, lass dich nicht hängen, Ethan, das kriegen wir schon hin. Reiß dir einfach komplett die Hände in zwei. Das wäre jetzt mein Tipp. Die sind doch völlig krank. So, schon ist wieder alles gut. Und dafür klauen wir jetzt ihren Lieblingsweinkelch. Das hat sie jetzt davon. Ist das Bett nicht zu klein für Dimitrescu? Von der Länge her, es ist, glaube ich, zu kurz, oder? Seltsam. Ich schaue immer wieder nur kurz auf die Karte, um zu sehen, ob alles gelootet wurde. Hier habe ich mich schon gefragt, wer hier eigentlich Blut getrunken hat. Weil keiner von den Stühlen ist groß genug, dass Dimitrescu drin sitzen könnte, glaube ich, oder? Hier sind zwei Handschuhe und ein Schleier. Das sind die Schleier, die die drei Töchter tragen. Aber alle drei Töchter haben ihre Schleier. Außerdem bestehen die Schleier scheinbar aus Fliegen. Also wem gehört das hier dann? Keine Ahnung. Und außerdem waren hier scheinbar drei Personen. Waren es vielleicht die drei Töchter? Aber wie gesagt, das mit den Schleiern und den Handschuhen ist komisch. Aber ja, wer weiß. Wer weiß. Könnte das Dimitrescu sein vor ihrer Verwandlung? Hier hängen die gleichen Bilder, die wir schon gesehen haben in dem anderen Haus. Der mir so bekannt vorkommt und der mir nicht bekannt vorkommt. Der Bärtige. Und ein Hexensabbatbild oder so. Mädchen bei der Ernte. Ach so, oder so. Oder ist das Dimitrescu? Wer weiß, wir gehen weiter. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns hier im Schloss. Es gibt natürlich jetzt schon unzählige Resident Evil 8 Mods, die teilweise wirklich schon sehr witzig und sehr bizarr sind. Anscheinend funktionieren die ganzen Modelle aus Mods, die schon für das Remake vom zweiten benutzt wurden, auch wieder in
Village hier ganz gut. Wundert mich auch nicht, weil es ist ja die gleiche Engine. Und deswegen können wir jetzt schon wunderbar absurde und witzige Gegner-Swaps sehen. Also sehr schön ist zum Beispiel der Mod, der das Gesicht von Rose, von dem Baby, mit dem Gesicht von Chris ersetzt. Und von dem gleichen Modder, weil der Mod so erfolgreich war, kam dann der Nachfolger-Mod, der das Gesicht von Chris mit dem Gesicht von Rosemary ersetzt, dem Baby. Das sind natürlich die Mods, die wir brauchen. Und da gibt es natürlich sehr bizarre Mods, die irgendwie Dimitrescu in Thomas die Lokomotive verwandeln. Zumindest ihren Kopf, was wirklich sehr creepy aussieht. Und. Also wirklich hauptsächlich so Charaktermodell-Swaps. Wo haben Sie Rose hingebracht? So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen, brauchst du irgendwas? Stets zu Diensten. Ah, ich bin so blöd. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, wie sie jetzt Dimitrescu ausgesprochen haben. Hat oberste Priorität. Glaub aber mir, ihr habt es gehört, ihr wisst es jetzt schon. Ich schaue mir das Video jetzt gleich nach der Aufnahme nochmal an. Dann weiß ich es auch. Aber ausgerechnet jetzt war ich kurz abgelenkt, weil ich kurz bei meinem Aufnahmeprogramm was nachschauen musste. Ach, dammit. Das sollte reichen. So, modifizieren wir unsere Waffen mal ein bisschen, ne? Ich glaube, ich werde mal unsere Schrot- oder unsere Pistole, weil die Pistole hier ist witzig. Nach und nach kann man die, glaube ich, wirklich in ein Maschinengewehr verwandeln. Aber wirklich nur schrittweise. Aber dann, gut, wir müssen ihn noch viel sparen, dass es sich wirklich lohnt. Sie ist eine Investition, Ethan. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Das muss er schon sagen. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt hier mal kurz Schluss, weil ich muss schnell was mit den Aufnahmen überprüfen, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob die Aufnahme der ersten Folge und dieser Folge überhaupt richtig funktioniert haben. Aber ich hoffe es sehr. Na dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.